Yo, was geht ab, meine lieben Freunde da draußen? Ich bin's wieder, euer Moses in the house, you know, house. Auf jeden Fall, herzlich willkommen auf meinem Channel. In diesem Video befassen wir uns mit dem nächsten Go Down und da habe ich für euch den Knee Switch. Knee Switch? Wieder Knie? Na, wir schauen uns das mal genauer an. Let's go! Der erste Schritt für den Knee Switch sieht so aus, dass wir erstmal uns so breitbeinig hinstellen. Anschließend drehen wir uns über die linke Schulter, ja, und landen dann mit dem rechten Knie auf dem Boden. Zack. Okay? Noch einmal. 5, 6, 7, 8. Beine sind breit. Und 1. Okay? Von hier aus, sobald ihr mit dem Knie auf dem Boden seid, geht eine Hand auf den Boden, ihr könnt auch ruhig auf die ganze Handfläche, fürs Erste, ja, anschließend geht die andere Hand auch auf den Boden und das andere Bein streckt sich dann nach hinten aus, zack, okay, so seid ihr auch im Vierfüßlerstand und von dort aus geht ihr zum Beispiel in die Moves B6-Step, B3-Step oder 2-Step oder andere Sachen, die ihr euch ausgedacht habt. Okay, nochmal von vorne, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, okay, noch einmal, jetzt ein bisschen schneller, 5, 6, 7, 8 und 1 und rein in den Six-Step, boom, okay, ihr könnt auch ruhig auf der anderen Seite versuchen, das sieht dann so aus, 5, 6, 7, 8, okay, auch recht simpel, ja? So Leute, das war's auch schon mit dem Tutorial Knee Switch. Wenn es euch weitergeholfen hat, lasst euch gerne ein Like da, kommentiert das Video und subscribe auch mein Channel, wenn ihr auch immer gerne auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Okay, vergesst nicht die Glocke, alright? Damit ihr natürlich alles auf dem Schirm habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.